Moin Jungs, da bin ich wieder. Nach einer kleinen kreativen Halbzeitpause, die ich jetzt gebraucht habe, sind wir jetzt wieder zurück in der... So, die Begrüßung verkackt. Ich hoffe nicht die Mission, so wie die anderen Human Labs Missionen. Jetzt sind wir im Finale. Ich hoffe, heute wird alles rund gehen. Das wäre dann auch die erste Mission beim Human Labs, wo alles rund geht. Hilfe, Hilfe! Hey Björn, war ein Witz, ich bin's, ne? Bereit fürs Finale, heute mal wieder richtig verkacken. So, kommt's alle rein. Hey, Björn, macht doch Späße. Das wird sich im Laufe der Mission auf jeden Fall auch nochmal ändern, diese Späße. According to my sources, well, Mr. Percival won't be successfully bidding on any government contracts if he can't stop himself from being robbed. Wie man hier auch wieder sehen kann, war Björn, aka unser Endgegner, wieder sehr großzügig mit der Geldverteilung. Vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Und jetzt geht's in den Kleiderschrank zu viert, also vier Männer in einem Kleiderschrank, die sich das passende Outfit für das Finale anziehen. Naja, da kommen manche auf komische Kuschelgedanken. Ich werde es euch natürlich aber nicht verraten, dass es der Dave war. Jetzt geht's in Richtung Human Labs. Davon müssen wir noch die Valkyrie holen. Und wie immer, Dave fährt uns dorthin, so gut er kann. Naja, können tut er nicht viel, aber er macht's halt. Und auf dem Weg dorthin würde ich euch gerne noch einen Spruch sagen, den ich so die letzten Tage gehört habe. Und zwar, wenn das Leben euch eine Zitrone schenkt, dann mach Limonade daraus. Das ist doch ein schöner Spruch, oder? Stimmt's, Retaka Games, den ich jetzt gerade auf diesem Weg grüßen möchte? Ich weiß es nicht, ob er meine Videos anschaut, aber ich schaue seine an. Also einer von vier, wie ich jetzt mitbekommen habe. Und er macht es sehr geil. Also wenn ihr wollt, den Link zu seinem Kanal habe ich unten in der Videobeschreibung. Und dann möchte ich noch an dieser Stelle Artfly grüßen, der jedes Video fast von mir kommentiert und irgendwie hinbekommt, dass ich ihm darauf nicht antworten kann. Ich weiß nicht, wie er es macht. Auf jeden Fall, es tut mir echt leid. Ich versuche jedes Mal, dir irgendwie zu antworten, aber wahrscheinlich kriegst du da halt keine Meldung, weil ich halt nicht direkt auf deine Antworten tue. So. Nur, dass du Bescheid weißt. Auch seinen Link habe ich unten in der Videobeschreibung reingetan, weil er macht sehr, sehr geile GTA-Videos oder allgemeine Videos von GTA. Ja, sind ja GTA-Videos. Ja, wie auch immer. Also Glitches und Let's Plays und... Gerade das letzte Video oder vorletzte Video von ihm, das Orbit-Video, finde ich sehr, sehr geil. Also schau es auch bei ihm rein, er wird sich, glaube ich, auf jeden Fall freuen. So, die Fahrt, die geht jetzt noch einige Kilometer. Da der Dave fährt, fühlt sich wahrscheinlich an wie eine halbe Ewigkeit. Ich spule mal vor, bis wir in den Elfen von der Valkyrie sind und dann hören wir uns wieder. Ausnahmsweise sind wir angekommen, ohne zu sterben. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für das Bestehen der Criminal Mastermind Challenge. Und jetzt müssen wir noch kurz in den Heli einsteigen, zu Human Labs fahren und dort teilen sich die Teams dann in zwei Gruppen auf. Die einen, wo im Helikopter sind und die anderen, die in Human Labs reingehen mit Nachtsichtgeräten. Und weil sich die Teams aufteilen, werde ich auch wieder, ja wie gewohnt, wie ich es auch davor schon ein paar Mal gemacht habe, oben rechts ein Beispielvideo einblenden, damit ihr einfach seht, was die draußen machen und was die innen drin machen. Und wir haben es wieder Finale, das heißt, es ist wieder Zeit für unsere Mobbing-Tabelle. Für die Leute, die das Finale von dem zweiten Heist Gefängnisausbruch nicht gesehen haben, wissen ja nicht, was es ist. Und deswegen werde ich es euch nochmal kurz erklären. Und zwar am Ende von jeder Heist-Mission gibt es ja die Trophäe oder... ja, die Auszeichnung Platin, Gold, Silber und Bronze. Und der, wo Platin bekommen hat, der war in der nächsten Mission einfach der Boss. Das war bei uns einfach so. Und wenn einer Bronze bekommen hatte, dann wurde der Dave in der nächsten Mission gemobbt. Und das war es eigentlich. Deswegen heißt es Mobbing-Tabelle. Und ich blende euch gerade mal hier den Stand oder den aktuellen Tabellenstand vom letzten Finale ein. So, da habt ihr ihn. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist der Dave natürlich ohne Auszeichnung, weil sein kleiner Bruder Pascal, der jetzt ganz oben steht, die ganze Heist für ihn gespielt hat. Ich bin immer noch auf Platz 2, Björn auf Platz 3 und Daniel auf Platz 4. Und jetzt zeige ich euch den neuen aktuellen Tabellenstand.
Und wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet, hat der Dave immer noch keine Trophäe bekommen. Und wir haben mal mit Pascal geredet und meinten, hey, was macht denn eigentlich der Dave, während du die Mastermind für ihn spielst? Und er hat uns mal ein Video geschickt und meinte, ja, er ist mit seinen Eltern beim Schlittschuhlaufen. Schaut es euch mal an. Und auf Platz 4 ist der Daniel mit sagenhaften 6 Bronze-Auszeichnungen. Und wir meinten so, ja Daniel, was machst du mit so viel Auszeichnungen und so? Willst du nicht mal Platin holen? Da meint er so, na, das passt schon. Auf Platz 3 ist der Björn mit 3x Platin und 5x Gold. Also er hat ordentlich aufgeholt. Mit 4x Silber und 1x Bronze. Das ist nicht exakt die gleiche Anzahl an Auszeichnungen, die ich habe. Das wird jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen die nächsten Tage. Mal schauen, ob er mich überholt oder ob ich mich absetzen kann. Und auf Platz 1 ist ganz klar unser Pascal. Also wenn wir ihn nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich jemand anderen. Also bestimmt hätten wir jemand anderen. Einen anderen! Ja, Mann! Das war's jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Mobbing-Tabelle. Schaltet beim nächsten Finale wieder ein, wenn ihr wissen wollt, ob es der Björn noch schafft, mich zu überholen oder ob ich vielleicht noch auf Platz 1 komme. Das wird sich alles beim nächsten Finale zeigen. So, wir machen weiter eine Mission. Ich bin bereits unten angekommen. Der Daniel spielt mit mir Bodentrupp. Der hat den Zielort ein wenig verpasst. Also, ja, ein wenig wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen untertrieben. Ja, mei. Doch, was willst du denn da machen? Ja, da kannst du halt nichts machen. Ja, er dachte, er macht so einen hier auf Indiana Jones oder so, rollt sich über die Berge, macht es ganz spektakulär. Er hat einfach den Punkt verpasst. Naja, ich spule mal ein bisschen vor, bis er es dann endlich geschafft hat. Weil der Björn und der Dave, die sind im Helikopter, die werden ihn jetzt hier gleich hier rüberfliegen. Weil er nicht weiß, wie er sonst hier rüberkommt. Och Daniel, so ein perfekter Spieler, der echt fehlerlos spielt. Wird jetzt erstmal hier eingesammelt. Naja, kann im Besten passieren. Halb so schlimm. Ich ziehe mir schon mal meine High-End Super Night Vision Googles 5000 auf, damit ich jetzt nachher in den Laden hier reinlaufen kann, in den Saftladen und da hier mal so richtig aufmischen kann. So, die Haftbombe, zack, bumm, Tor geht auf, ist auch sehr unrealistisch. Also man zündet eine Haftbombe an einer, ja, wie nennt man das, Eingangs-Elektronik-Zugangscodes-Automatenmaschine 5000 und dort zündet man eine Haftbombe und schon geht das Tor auf. Kenne ich so als Elektrofachmann auch nicht. Aber ich gehe mal Montagmorgen gleich mal zum Chef, hey Chef, irgendwas geht nicht, alles klar, zack, Haftbombe hin, zack, Zündung lösen, alles läuft wieder. Ja. Auf jeden Fall, Daniel und ich, wir marschieren hier durch. Moment, nur ich, weil der Daniel noch ein bisschen braucht. Der sammelt auch das Geld von den Leichen ein. Weil, ja, er ist so bitterlich arm. Zack, hier, der Nächste, wie er mit Blutgrätsche macht. Daniel hat es inzwischen auch schon geschafft, langsam Anschluss an mich zu finden. Ja, oben rechts seht ihr natürlich die Leute im Helikopter. Die haben es natürlich super schwer. Die campen und cornern da oben in der Ecke rum. Also, wenn da manche andere dabei wären, die würden sagen, Jungs, so nicht, Jungs. Ich will keine Namen nennen. Auf jeden Fall hier in Human Labs ist wirklich einer meiner Lieblingsmissionen, weil es ist viel Action geboten, mal was anderes, so mit Super Night Vision High-End Super 3000 MP und Money Glitch Googles und dann halt auch noch super einfach, also wer hier stirbt, der stirbt auch bei Flickerbank in der Mastermind. So, hier die Türe nochmal aufmachen. Zack. Dann hier schön campen. Den ersten hier noch mit der Wumme, den zweiten weggerollt. Hier ein bisschen campen, cornern, alles was dabei ist. Ja. Ja, viel zu sagen gibt es in der Mission nicht. Man muss eigentlich nur durchrennen, die Leute abschießen. Die im Helikopter müssen eigentlich nur auf die Helikopter. Also die im Helikopter müssen auf die im Helikopter. Oh, 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 da war wohl ein Bier zu viel. Nein, Spaß. Also die Helikopter, die müssen eigentlich nur auf die Helikopter achten, damit sie, ja, nicht abgeschossen werden von denen. Aber ich glaube, die Autos unten, die Gegner, ich glaube, auf die muss man eigentlich gar nicht schießen. Das ist einfach nur ein bisschen RP noch zu sammeln. Weil ich glaube, wenn man wegfliegt, dann, also es wird von hinten keiner kommen. Also die Gegner, wo unten am Boden kommen, die werden wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, aussteigen. Und uns von hinten angreifen. Aber wenn wir so schnell durchrennen, die werden ja niemals uns hinterherkommen.
Ja, ich verstehe den Sinn nicht. Ja, ist halt so. Da diese Mission so übertrieben spannend ist, also so spannend, dass ich beinahe eingeschlafen wäre, würde ich noch ganz kurz außerhalb von der Mission was erzählen. Und zwar über meinen Channel. Ja, über den Channel. Wen interessiert denn das? Ja, mich interessiert es. Und zwar folgendes: Warum so lange keine Mastermind-Challenge von mir moderiert wurde, liegt einfach daran, mir hat so ein bisschen in den letzten Tagen, ja eigentlich inzwischen sogar Monate, echt die Motivation gefehlt, die Mastermind zu kommentieren. Weil nach 13 Folgen Dünnschiss-Moderation habe ich einfach mal ein bisschen Abwechslung gebraucht, mal wieder ein geiles Video rausgehauen. Oder zwei oder drei, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel das waren. Also Benefactor Sterling GT, einer meiner Lieblingsvideos mit Kevin und Dave zusammen aufgenommen. Ich weiß nicht, warum es kaum einer anguckt, kaum einer liked, aber ich finde es einfach der Wahnsinn. Also mir persönlich ist es einer meiner besten Videos. Dann habe ich das Ill-Gotten Gains Part, nee, gar kein Part, das Ill-Gotten Gains Video gemacht, wo wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dann die ganzen Thug-Life-Videos und ab und zu mal so ein Glitch. Ja, ich habe ein bisschen Abwechslung gebraucht und jetzt bin ich auch wieder voll drin. Mir macht es auch wieder voll Spaß, die Mastermind zu kommentieren. Oh, die Szene, guckt euch die mal an. Ich mache jetzt gleich Wiederholung. Ey, der Wahnsinn. Warte mal, ich muss Wiederholung machen. Stopp, 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 stopp. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Urin Daniel in seine Hose abgelassen hat. Ich kann nur so viel sagen, bei mir war es wirklich, wirklich eine Menge. Weil jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt die Mastermind. Es geht um 10 Millionen plus die Zusatzauszeichnung, wo auch jeweils eine Million gibt, also 12 Millionen sind auf dem Spiel und ihr spielt die Mastermind und ihr dürft nicht sterben. Und ihr habt diese Mission schon ungefähr 1000 Mal gespielt und es ging immer gut und plötzlich während der Mastermind steht ihr in diesem blöden Aufzug und diese Türe geht nicht auf. Diese Türe geht nicht auf, aber der Gegner, der da draußen auf euch wartet, der sieht euch komischerweise und schießt auch auf euch. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hockt in einem Aufzug, ihr bekommt Schüsse ab, trefft den Gegner außerhalb natürlich nicht und die Aufzugtüre will sich einfach nicht öffnen und ihr wisst nicht, wie lange es dauert, bis der Erste im Aufzug stirbt. Also ich und Daniel, also ich werde es nie vergessen, wie der Daniel da panisch gesagt hat. Also, er ist wirklich in Panik verfallen, genauso wie ich. Das war für uns wirklich keine lustige Situation in dem Aufzug. Also, schaut es euch nochmal genau an und das während der Mastermind-Challenge. Also, herrlich. Aber unser Daniel, der wäre nicht Daniel. Also, wenn er das nicht super gemeistert hätte. Er hat so lange auf die Türe geschossen, bis sich so ein kleiner Spalt sich geöffnet hat, wo er den Gegner erwischt und hat halt natürlich als allererstes den Gegner abgeschossen. Weil wir wussten ja, dass ein Gegner draußen steht. Ey, aber so eine Aktion, also wir mussten danach auch wirklich Pause machen für den Tag. Wir haben uns nach dieser Mission haben wir auch wirklich gesagt, so Jungs, das war jetzt echt viel. Das hat uns wirklich viele Nerven gekostet und ja, wir haben am nächsten Tag dann mit der Vierer angefangen. War ja auch das Finale. Ja, weil die Mission ja eh sowieso so spannend war, bis auf den Aufzug. Und die Schwimmaktion hier noch spannender wird, das ist ja so spannend. Das war ja schon langweilig zum Spielen und zum Anschauen wahrscheinlich noch spannender. Und da kenne ich einen kleinen Glitch und jetzt hört es genau zu. Um diese Aktion ganz schnell durchzuführen, müsst ihr ein Geräusch machen. Wenn ihr dieses Geräusch macht, in dieser Mission, genau an dieser Stelle, seid ihr innerhalb einer Sekunde an Land. Oder ja, nicht direkt an Land, aber ihr seid wieder über Wasser. Und jetzt schaut genau hin, was für ein Geräusch das ist und was danach passiert. Der Wahnsinn! Habt ihr das gewusst, dass es so schnell geht? Also, Hammer. Ja, der Dave wird wahrscheinlich jetzt wieder hier Co-Pilot sein an der Kanone von der Valkyrie. Und wie ihr auch deutlich sieht oder sehen könnt, schießt der Dave auf uns und wir sterben nicht. Das ist auch wieder so ein Beweis, wo man halt ja nochmal zum Zeigen hat. Man stirbt wirklich nur durch Gegner oder durch eigenes Versagen, aber ihr könnt nicht durch eigene Mitspieler sterben. Außer ihr kommt natürlich in die Rotorblätter von dem Helikopter, deshalb haben wir uns nach links gestellt, damit wir nicht in die Rotorblätter reinkommen. Ja, schönes Feuerwerk. Es wäre noch lustig, wenn da irgendwas gepatcht werden würde und ab dem 100. Schuss oder so würden wir sterben, dann wären wir natürlich gleich rum gewesen. Aber das war es ja zum Glück nicht. Zum Glück. Glück haben wir gehabt.
Ja, gestorben sind wir nicht. Das war, glaube ich, auch die erste Human Labs. Heißt, wo wir am Stück gespielt haben, ohne zu sterben, ohne dass irgendwas kaputt ging, ohne dass Alarm ausgelöst wurde. Ja, ich sag mal, ein Hoch auf Human Labs. Läuft. Okay, jetzt kommen noch ein paar Helikopter. Aber die sind ja auch nicht so das Problem. Also zumindest mal nicht für uns. Guck mal hier, zack, der erste schon weg. Jetzt kommen da nochmal drei. Man muss einfach nur gucken, also der Pilot von der Valkyrie, dass der über den Helikoptern fliegt. Also viele machen, oder viele Random-Spieler, mit denen ich immer ab und zu heißt spiele, die machen immer den gleichen Fehler. Die Valkyrie ist unter den Buzzards und der Buzzard schießt auf uns und der Co-Pilot, der an der Kanone sitzt, der trifft die einfach nicht. Und deswegen ist einfach für einen Piloten immer wichtig, über den Helikoptern zu fliegen, damit die Kanone vom Co-Piloten wirklich ja, den Helikopter anvisieren kann und abschießen kann, weil das ist einfach ja die beste Waffe mit den MGs, da braucht es einfach zu lang, das ist einfach so, ja, Pipifax. Da, wenn der Pilot natürlich super fliegt, dann stellt es sich so hin, dass die Kanone sich auf den rechten sich konzentrieren kann, während ich dann schon anfangen kann, mich um den linken zu kümmern. Allerdings, das MG geht nicht so weit, dass sie da jetzt irgendwelchen Schaden machen könnte. Aber der Dave hat es ganz gut im Griff hier. Müsste eigentlich Dave sein. Obwohl Dave eigentlich immer unser Fahrer ist. Das ist eine gute Frage. Wer fliegt diese Valkyrie? Ich vermute der Björn, weil er fliegt echt gut. Und der Dave, der möchte eigentlich immer nur abstauben. So wie in jedem Deathmatch. Der auch rennt auch den Leuten hinterher stundenlang, nur um sie dann von hinten zu killen. Weil er Angst hat, selber umgebracht zu werden. Okay. Schissegal. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und ich bin ja ab nächster Woche im Urlaub. Und ich hoffe, dass ich... Achso, ja, kurz noch die Auszeichnung kontrollieren, damit ihr auch seht, dass wir wirklich Raubüberfälle Mastermind spielen und nicht nur bla bla bla. Ha. 13. Perfekt. Also auf jeden Fall, ich bin ab nächster Woche im Urlaub. 2 Wochen oder 15 Tage. Ich glaube, mit Hin- und Abreise sind es sogar 17 Tage, wenn ich nicht da bin. Also das ist eine ewig lange Zeit. Ich werde gucken, dass ich in dieser Woche, bevor ich in den Urlaub gehe, noch ein paar Videos vorproduziere, das dann irgendwie über das Veröffentlichkeitsdatum, Fenster, Freigabe, Modul 3000 von YouTube, das dann zu gewissen Zeiten, die ich vorher bestimme, hoch- oder veröffentlicht werden, damit ihr in meiner Abwesenheit noch ein paar Videos gucken könnt, die ich aber diese Woche noch produzieren muss. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffen werde. Ich habe da schon einige in Planung, nur die sind halt immer zeitaufwendig. Ja, mein Ziel ist es, 5 Videos in der Zeit rauszubringen. Das heißt, ich muss in dieser Woche 5 Videos produzieren. Die Außentemperatur beträgt jetzt unter 30 Grad, das heißt, wir haben keine 40 Grad in meinem Büro. Das heißt, es könnte natürlich jetzt die Videomachstudio in Hochform laufen. Ja, wir werden sehen, was ich auf jeden Fall schaffe. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall was vor, in meiner Abwesenheit mich immer noch zu melden. So, das war's in dieser Mission. So viel kann ich eins sagen. Es hat super Spaß gemacht bis jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja. Just right now. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence.